Hallo Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead. Boah, mir geht's immer noch im Magen rum, wenn ich dran denke, wo ich hier reingeraten bin. Ich hätte wirklich mit allen möglichen gerechnet. Ich dachte, die machen gemeinsame Sachen mit den Banditen, sind Menschenhändler oder so. Aber, dass die Kannibalen sind, damit habe ich echt nicht gerechnet. Respekt. Eieiei, also nicht Respekt zu den Leuten, sondern Respekt zu den Spielemachern, ne? Ich bin jetzt total hin und weg. Fix und fertig bin ich. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier irgendwie Clementine und die anderen rauskriege. Wir müssen hier abhauen. You got it? Yeah. One more should do it. Well, there's our way out, Lee. Probably lead right into that back room. It's too small for us to fit through. I can do it. Oh Gott. You think you can do this? I'm scared. It's okay to be scared. We need you, Clementine. Okay. Na, ich will das eigentlich nicht, aber es geht wirklich nicht anders. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Viel Glück. Boah, ich bin jetzt selber ruhig. Was? Komm schon, bitte. Ja. Ah. Okay. Did anyone see you? No, but there's a man outside. Lily, gotta go. Leave me alone. Lee, I can see him. It's not safe in here. For God's sake, Lee. Didn't even get to say goodbye. Get in here. Die Zeiten ändern sich. Wir haben keine Zeit dafür. Jetzt tut es mir leid, obwohl ich die nicht wirklich leiden kann. Ich meine, nicht leiden ist eine Sache. Sie ist mir nicht ganz sympathisch, aber ihrem Vater konnte ich echt nicht leiden. Jetzt weiß ich auch, woher das ganze Blut hier kommt. Doch. Okay, wollen wir doch mal sehen. Wir müssen hier weg. Nehme ich mal lieber mit. Besser als nichts. Noch mehr schöne Waffen. Ein paar Gefäße haben wir hier oben. Oh, ich will nicht wissen, was da drin ist. I think I'm gonna be sick. God, what's wrong with these people? Das frage ich mich auch. Die sind ja wohl mal total durchgeknallt. Jesus, this is where the butcher people. Sick bastards. All of them. Kann ich dir eine Waffe geben? Nee, kann ich nicht, oder? So what's the plan? That dumbass is so caught up in his own rant that we could probably sneak right up on him. Just stick behind me in case anything goes down. When we get to the front, grab his gun. Sounds good. Okay, you ready? Klar. Yeah, let's go. Stay close. Den Kerl holen wir uns. What are you doing outside the barn? Oh shit! Just guarding the place, like you said. Uh-oh. Sitting out in the rain like the end of year. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Not the kid. Not enough meat on the tray. Oh, I know, Mabel.
This is my favorite too. When I let one think they can just walk right out and never even look down. Was denn? Ich bin gerade recht beschäftigt. Okay. What the fuck? Was zur Hölle? Ach, ich hätte mir die Waffe schnappen sollen. Boah. Das war gruselig. Ah. Ah, hahaha. Tja, mein Freund, Feierabend. You can't have him. We need the vet. No! Can't! Lee, come on! Just go. I won't be far behind. Du bist so ein krankes Schwein. You see? You understand now, don't you? He can have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. Mark never volunteered to be food. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Ich will das nicht essen. Jetzt halt die Klappe und stirb. Oh, die kommt aber auch immer im passenden Moment hier. Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Alles klar. Boah. Mann, das wird ja richtig spannend hier, Leute. Okay. Ist der schon komplett vorgelaufen, oder was? Was ist das? Hey, das ist der Laserpointer. Kann das sein, der Laserpointer von Benny? Nee, wie hieß der? Hieß der Benny? Nee, Doc hieß der, ne? Doc. Doug? Doug? Doug, what the hell was that? Morse code. You almost blinded me. Doug, sorry about that. But I did get your attention. Boah, seid froh, dass ihr nicht dabei wart. Screams from the barn. What's going on? These people are fucking crazy. I knew it. I told you we couldn't trust them. Where is everybody? What can we do to help? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us. Das ist wirklich krank, Leute. Das ist wirklich krank. I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. No. If we storm the house, we'll cause a panic. You two try to find a way around to the back. I'll head to the front. You got it. Come on, this way. Wait, are you sure? Yes. No. Yes. Yes, no, yes. Okay. Okay, schleiche zum Haus. Okay. Andy? Danny, is that you? What's going on out there?
Is me. Da stand, meine Lüge wurde durchschaut. Okay, wir versuchen es mal. Okay, das wird schwierig. Oh! Unser Freund ist wach geworden da oben. Richtig so. Friss sie dafür, dass sie dich fressen wollten. Stay back. Don't do anything stupid. Let her go, Brenda. Please, listen to him. I'll do it. Please. Komm schon. Na, anscheinend ja doch. Please don't make this any worse. Just stop. Ich frag mich nur, wo der andere Sohn ist. Wir hätten die Schusswaffe mitnehmen sollen. Der dürfte eigentlich nicht nochmal abdrücken können, der hat nicht nachgeladen. All we wanted was a little gas to keep ourselves safe. Ah, Q drücken. Wieso kann der denn doch mal schießen? Okay. Ah, lass uns doch einfach gehen, verdammt. Na. Das lässt du schön bleiben. Ah, ich will da nicht ran, Leute. Macht was, helft mir. Ich will nicht gegrillt werden. Ala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 . Lily, help. Lily? Komm schon. Du, ich lass mich nicht. Jetzt bin ich am Zug, mein Freund. Zack, noch mal einer ran. Jetzt hast du endlich genug. Tja, wenn du wüsstest. They're both dead. What did you do? What the fuck did you do?
Don't you dare walk away from me, Lee! Ich tue es aber. Get back here and finish this, Lee! Nee, ich hau ab. Get back here and fight me like a man, Lee! Uh-oh. Let's go. Wir hauen ab, Leute. Das war heftig, Leute. Mann. Verdammt spannendes Spiel, muss ich sagen. Also das steht der Serie in nichts nach. Verdammt gut gemacht. Respekt. Super Story. Hey Lee, I'm sorry for leaving the motor in unattended. I never thought a laser pointer would be the thing that saved our lives. Don't worry about it. Ohne dich wären wir wahrscheinlich tot. Chopping up people for food? Yeah, and Clementine almost ate some. Man, that is sick. Clementine, she doesn't know, right? She didn't see her. I stopped her. This fucking world now, tied in just unspeakable shit at every turn. Ugh. Were you guys able to salvage anything good from the dairy? Not really. St. John's took everything I had before the place got completely overrun with walkers. Oh, I was able to grab a couple of your things back while Brenda wasn't looking. Yay. It doesn't work. You have any use for it, Doug? It's just a basic camcorder. A save lot's cheapy. Let me check it out, see if I can get it working. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. Was willst du, Kumpel? Ich bin immer für dich da. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? I'm with you, Kenny. We'll do what has to be done. You're damn right. Wie ich treu zu dem halte, der Kerl ist cool. Der hat dasselbe Problem wie ich, er muss Leute am Leben halten. Und die hat keine Familie mehr, sie hat also nichts mehr zu verlieren. Hell yeah, we're a team, man, me and you. By taking out Larry before he turned, you saved all of us in that meat locker. And that saved my family too. Yeah, I'd say you earned it. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? Yes, I think so. Hey, Dad, what's that noise? Sounds like a car. Oh God, not more strangers. Das klingt nach einem offenen Auto. Da hat jemand vergessen, die Tür zuzumachen. Freund oder Feind? Das ist jetzt die Frage. Hallo? Nähere dich langsam an den Wagen. Boah, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Das war jetzt alles ziemlich spannend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Lord Peter.